Und dann fällt uns als erstes ein, wir müssten doch dankbar sein. Denn die Hauptbotschaft ist ja nicht zuerst die Pflicht zur Abgabe und zum Teilen. Die Hauptbotschaft heißt doch, dankbar sein für das, was wir haben. Wir haben Brot, sonst könnten wir es doch nicht mit anderen brechen. Wir haben ein Obdach, sonst könnten wir niemanden in unser Haus einladen. Wir haben Kleidung, sonst könnten wir niemanden davon abgeben. Haben wir das alles schon vergessen? In dieser Zeit und in dieser Welt des Selbstverständlichen? Ich hoffe nicht. Aber wir wissen auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir Brot und Kleidung und eine Wohnung haben. Ich erlebe das jeden Tag neu in unseren Angeboten für arme Menschen in Bremen. Und ich verrate nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, je stärker der Winter kommt und je größer die Krise kommt und da ist, desto mehr Menschen kommen tagtäglich in unsere Angebote. Aber was kann dieses Elend noch alles sein? Zerstörtes und bruchstückhaftes Leben ohne Perspektive. Die im Elend, das sind Menschen ohne Heimat und Schutz. Das sind Menschen, die sich alleingelassen fühlen, die vergessen wurden, weil keiner mehr an sie denkt. Ist das nicht schrecklich, wenn irgendwo ein Mensch stirbt und 6 oder 7 Monate später wird er in seiner Wohnung gefunden? Ist das nicht schrecklich, wenn der Mensch über so viele Monate von niemandem vermisst wird? Die im Elend. Das kann aber auch heißen, Menschen in Krankheit, in Armut, in Hunger, in Nacktheit. Die im Elend, das können Menschen sein, die Sinnlosigkeit und Leere verspüren, die sich ausgeliefert sehen innerhalb der Rahmenbedingungen, die die Gemeinschaft, die wir als Gesellschaft ihnen vorgeben. Ja, es gibt diese Menschen unter uns, und gerade deshalb müssen wir uns kümmern. Sie brauchen ein Haus, das diesen Schutz, das dieses Obdach bietet. Menschen im Elend, die brauchen nicht Vertröstung, dass in Gottes Ewigkeit alles anders sein wird, sondern sie brauchen etwas Handfestes, jetzt und heute. Sie brauchen ein Haus, das hier auf der Erde steht. Sie brauchen ein Haus an jedem Ort, auch in Berlin, in dieser Kirche und hoffentlich mit Hilfe der Rogate-Initiative. Also eine Anweisung zum Fasten hier und heute, jetzt, für die im Elend ein Haus, ein Recht auf Leben vor dem Tod, elementares Recht auf Leben. Ganz konkret. Ein Haus, das bedeutet Mensch sein, das bedeutet zu leben, das bedeutet, dass man bei sich ist, nicht mehr draußen vor der Tür stehen muss, sondern in seinen eigenen 4 Wänden Ruhe findet. Vielleicht mit anderen in Gemeinschaft sich geborgen weiß, eine Bleibe zu haben. Ein Haus zu haben fürs Elend. Das ist, wie wenn man wieder Boden unter die Füße bekommt, damit das Elend nicht bodenlos wird. Gott selbst bindet sich ganz konkret an die daniederliegende Würde des Menschen, an sein Elend. Deshalb haben wir alles zu tun, damit sich das Elend der Menschen wandelt.
Das ist Gottes Anspruch an unser Fasten. Heute Abend hier in Berlin. Gottes Anspruch an uns, zu handeln und ein Haus zu öffnen. Gott öffnet uns den Blick dafür. Denn wo kein Gott ist, da bleiben doch die Gescheiterten gescheitert. Die Heruntergekommenen stürzen ab. Wo kein Gott ist, da bleibt das Leben verletzt und da bleibt die Würde im Dreck. Da bleiben die Menschen im Elend ohne Haus, aber da bleibt auch das Haus der Kirche ohne Gott. Darum erscheint mir die Frage nach Gott immer auch identisch mit der anderen Frage. Wer teilt mit den Hungrigen sein Brot? Wer baut ein Haus für die ohne Obdach? Wer übernimmt Verantwortung für die Nackten und Hilflosen? Wer liebt die Ungeliebten? Wer tröstet die Trostlosen? Wer ist solidarisch mit solchen, deren Leben gebunden ist durch Krankheit, Alter und Behinderung? Jesaja ändert unseren Blick. Denen wir lieber aus dem Weg gehen, sie sind Gottes Weg. Die wir bisweilen nicht sehen wollen, sie sind Gottes Blick. Die wir lieber nicht hören wollen, sie sind Gottes Stimme. Es gehört zur Verborgenheit Gottes in dieser Welt, dass er eben nicht auf der Seite der strahlenden Siegertypen beim MTV Award heute Abend steht, sondern auf der anderen Seite Wohnung genommen hat. Und dass wir ihn, Gott und seinen Christus, dort suchen müssen, wenn wir ihn finden wollen. Also, für die im Elend ein Haus. Ich stelle mir das ganz konkret vor. In diesem Haus schreit einer vor Schmerzen und wir lindern. Da stöhnt ein Sterbender und wir bleiben. Da wird einer mit dem Leben nicht fertig und wir können zuhören. Da friert einer auf der Parkbank und wir laden ihn ein in die Wärme unseres Hauses. Da ist einer in seiner Behinderung hilflos, sagt vielleicht wie der Kranke am Teich Bethesda: Ich habe keinen Menschen. Und wir sagen: Komm, ich begleite dich. Für die im Elend ein Haus. Dass wir das immer wieder neu sehen, neu hören und neu empfinden können. Das ist unser Auftrag, weil solches Fasten Gott gefällt. Es ist der mitfühlende, der leidempfindliche Gott, der uns hier begegnet. Er hört die Not und die Klage, und er schafft den Hilfebedürftigen Recht. Er macht uns deutlich, dass auch wir uns berühren lassen sollen vom anderen. Mitempfinden und sensibel sein sollen für das Leid und die Probleme anderer, für die eigene Hilfebedürftigkeit und die Hilfebedürftigkeit der anderen. Wir alle, je auf unsere Weise und in der Gemeinschaft mit anderen, wo und wie auch immer. Liebe Gemeinde, Gott segne, was die Rogate-Initiative als Betende, als Diakonische, als liturgisch Feiernde, als gewaltvermeidende Arbeit in dieser Kirche, in diesem Stadtteil und in Berlin für die Menschen und um Gottes Willen tun wird. Und der Friede Gottes,
der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.